Der Fabian schreibt, ich würde sagen, du spielst einfach etwas ab und wenn was vermisst wird, können wir es ja sagen. Ja, wird in den Stream aber nicht gehen, weil ich müsste das Spiel dann beenden. Ja, ich müsste mal gucken. Also das Problem ist, ich kann nur Spielemusik nehmen, die ich in Steam habe. Ansonsten haben wir ein bisschen Problem. Ah, hier bildet sich der erste kleine Stau. Ist ja auch interessant. Hier können wir aber die Ampel ja wegnehmen. Dann sollte der Stau ganz schnell keiner mehr sein. Denn abgesehen hier von der Zufahrt gibt es ja hier kaum Verkehr, wie man sieht. So wären wir den Stau ganz schnell her. Das ist das Industrieviertel da hinten. Vielleicht sollte man mal gucken, ob wir nicht eine Direktverbindung noch bauen. Ja, mit der Musik, wie gesagt, würde ich mir mal anschauen, vielleicht zum nächsten Mal. Nächstes Mal wird dann wahrscheinlich Montag oder Dienstag sein, wo ich live streamen kann. Morgen um 11 Uhr wollte der Philipp oder so gegen 11 Uhr World of Warcraft weiterspielen. Also wer da Interesse hat, der könnte sich das dann angucken. Und, okay, der Krankenwagen war schuld, ich wollte gerade sagen. Und wie gesagt, ich würde dann wahrscheinlich am Montag oder Dienstag wieder streamen. Wir müssten mal gucken, ob wir dann halt City Skylines weitermachen wollen oder eines der anderen wünschen. Es wurde sich ja so viel Streams von euch gewünscht, die ich niemals umsetzen kann. Das funktioniert nicht. Da müssten wir dann mal gucken, ob wir City Skylines, den Motorsportmanager nehmen, Landwirtschaftssimulator, da wurde ja gewünscht, übergewünscht, übergewünscht. Und da müssen wir mal gucken, wie wir dem gerecht werden. So, ich würde sagen, wir haben jetzt hier ein bisschen gebaut. Es kommt gut Geld rein, die Einwohnerzahl steigt. Ich bin prinzipiell jetzt dafür, dass wir jetzt da hinten einen Zug hinbauen. Wir gucken mal, wie wir hier am besten einen Anschluss hinkriegen. Hier haben wir den Zug. Aber das kriegen wir ja ganz easy hin. Das ist ja wirklich gar kein Problem. Das sieht sogar sehr cool aus. Das sieht richtig cool aus, als wenn die hier die Parkplätze dahin. Und ja, das hat schon Style. Also das ist perfekt, das Gebäude. Wobei, wir sollten mal gucken, wenn wir den hier vorne hinsetzen, dann können wir hier drüber die Züge vielleicht auch noch runterfahren lassen. Wir müssen mal gucken. Aber eine Frage, spielst du, du spielst ja PC, wie viele Bildschirme hast du? Und nämlich einfach Tom. Na klar, Tom, das machen wir. Ein. Leider nur ein. Das ist das Problem. Ein einzigen Bildschirm. Und das ist ein wirkliches Problem. Dadurch ist das mit dem Chatlesen halt sehr, sehr problematisch. Müssen mal gucken. Können wir das so machen? Das müsste doch gehen, oder? Dann kann der Zug doch oben lang fahren. Oder findet ihr das doof? Ich glaube, das geht nicht wegen den Schiffsrouten, oder? Ich weiß gar nicht, ob der oben fahren kann. Kriegen wir den unterirdisch hin? Ja, das kriegen wir hin. Dann müssen wir es halt unterirdisch erstmal machen. Jetzt müsst ihr mal gucken. Das ist schon echt schwer, hier was Passendes zu finden. Was ich nicht so ganz verstehe. Manchmal verarscht er mich, oder? Oh, jetzt bitte nicht das Problem hier. Dass wir hier wieder nichts finden. Ja, wie gesagt, mit einem Monitor ist das Spielen immer ein bisschen schwierig, aber ja, es geht. Letztendlich müssen wir da einfach so flexibel sein. Oder ich muss da so flexibel sein. Und ja, finde ich prinzipiell jetzt nicht so schlimm. Aber mit zwei Monitoren wäre die Arbeit natürlich einfacher. Warum passt das nicht? Ja, ich würde es gern oben lang fahren lassen. Das ist einfacher. Ja, der Tom schreibt auch, ich finde es auch gut mit der Brücke. Ich glaube, uns wird nichts anderes bleiben. Oder wir müssten hier wieder tonnenweise Erde aufschiffen. Das wäre einfach zu teuer. Und ganz ehrlich, wir machen die Brücke einfach ganz hoch.
Das ist vielleicht zu hoch. Gaze at a gazelle. Lock eyes with the lemur. Shake hands with the. Ich überlege jetzt gerade. Wir schauen uns das mal an. Der muss da hin. Wir könnten den hier lang fahren lassen und dann kann er noch über den Fluss fahren oder wir lassen den hier. Ich weiß es noch nicht so genau. She'll hook you with her smile and hook you again with her curved toes used to grasp trees in the wild. After that, take a gander at another new species. A new type of bird previously identified as a different type of bird due to a zoological error. Fun for the whole family. Ja, warum der jetzt hier diese komischen Dings gebaut hat, verstehe ich nicht. Sieht ein bisschen komisch aus, das müssen wir nochmal korrigieren. Das hätte er da hinten bauen können, aber nicht hier. So, und dann soll es hier runtergehen. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir den da am besten rankriegen. So what do you do while you listen to City's radio? Drop me a line and let me know. In the meantime, let's play some more music. So, hier muss das dann leicht rüber. Tag zusammen, schreibt der Gugito, Ergo Zoom. Herzlich willkommen. Ja, wir müssten mal schauen, wie machen wir das jetzt am schlauesten. Hier würde ich fast sagen, der muss wieder einen hoch. Dass das mit dem Wasser kein Problem ist. So, if it's good enough for Tony Magoni's steakhouse, why not be good enough for Joe Puppet's homehouse? Yeah. Get in touch with Meaty Bits. Tell him das passt so. Meaty Bits. If it ever was alive, they can get it to you dead. Ah, weil hier Straßenbahnen dran sind. Wir haben hier schon vorsorglich Straßenbahnen gemacht. Ach, das ist ja ärgerlich. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich glaube, das ist immer das Beste dann. Jetzt geht die Musik doch ab. So, und dann haben wir den auch angeschlossen. Das ist ja schon nicht schlecht. Das ging ja sogar recht schnell und schmerzlos. Und wir sollten mal gucken. Wir wollten ja auch hier einen normalen Bahnhof haben. Das funktioniert leider nicht, weil das Gefälle, ne? Das Gefälle, das kriegen wir aber hin. So, mittlerweile haben wir ein Gefühl für das Arbeiten mit diesem Werkzeug. So, und dann würde ich sagen, bauen wir auch dort die Schienen hin. Hä? Okay. Hä, warum baut er das manchmal nicht? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, wir müssten das mal anders machen. Das ist ein klitzekleines Problem. Da stelle ich mir eh die Frage, ob das nicht sinnvoll ist. Dann lassen wir den hier unterirdisch gehen. Weil da ist ja auch Flugverkehr und so. Fälle ist zu steil. Wir müssen noch mal schauen. Das kann sein, wir haben ja rumgebuddelt, dass wir da ein extremes Gefälle vielleicht gemacht haben. Das kriegen wir aber hin. Das hier ist die kleinste Arbeit. Bester Radiosender, schreibt Fabian. Ja, der ist so ein bisschen, ich weiß nicht, der ist irgendwie ein bisschen eigen. Also wenn euch stört, schreibt es, dann mache ich den aus. Geht das bitte? Ja, es geht. Wie cool ist das denn? Ja, sehr schön. Dann haben wir das auch angeschlossen. Das ist ja mega, mega, mega. Und dann müssen wir diesen Bahnhof nur noch anderweitig anschließen. Er hat keinen Strom.
Wir können hier nochmal ein zweites Windrad hinstellen, dann sollte das passen. Megawatt, 7 Megawatt. Ja, komm, das reicht. Jetzt ist nur die Frage aller Fragen. Wie bekommen wir den da hinten am besten hin? Das bedeutet, wir werden hier dann im Endeffekt... Wir müssen mal gucken. Wir müssen natürlich jetzt nicht hier 70 Gleise bauen. Das sieht natürlich dann nachher auch nicht schön aus. Wir können aber natürlich sagen, den hier so bitte. Und wenn uns halt ganz langweilig ist, können wir sogar noch sagen, den hier bitte damit dran. Dann haben wir eine flexible, das sieht ein bisschen eigen aus, weil es natürlich alles in die Luft geht. Aber das ist ja immer so verworren. Ich hoffe, das gefällt euch oder ist so in Ordnung für euch. Das ist einfach nur, dass wir die Netze miteinander ein bisschen besser strukturieren können. Normalerweise ist es natürlich sinnvoll, einen geraden Ausgang zu haben und alle führen irgendwie zusammen oder sind zumindest gekreuzt oder wie auch immer. Das werden wir vielleicht auch mal nachbessern. Ist erstmal eine provisorische Lösung. Sollten wir vielleicht heute machen, bevor wir hier die Stadt bauen. Das wäre sinnvoll, dass wir einen einheitlichen Ausgang machen. Und dann können die sich hier dieses Netz ja teilen. Was wollen wir hier? 5 Brücken bauen und so. Ich weiß, man sagt immer, über 7 Brücken sollst du gehen, aber ja. Wenn wir es vermeiden können. Warum ist der so extrem, der Winkel? So, und dann müsste der hier quasi... Ja, wir lassen den mal unter der Autobahn flutschen, das ist okay. Und kommt hier dann wieder raus. Können sich Zuglinien kreuzen? Nein, wie geil ist das denn? Jetzt sollten wir mal gucken. Hier wäre es sinnvoll, ab hier dann in den Untergrund zu gehen. Der fährt dann quasi in den Berg rein und fährt dahin. Und damit das nicht so wild ist, machen wir hier auch die Geschwindigkeitsbeschränkung. Die machen wir hier auf 60. 60 vor der Kurve. Und dann da vor 80. Und dann kann der eigentlich hier lang rasen. Gibt es hier ein Signal oder knallen die... Das ist eine richtige Weiche, ist das. Da kann man ja überall hinfahren. Das ist ja richtig Hammer. Ja, das gefällt mir gut. Also ich bin mal gespannt auf die Zugfahrten. Und hier machen wir überall 80. 80, 80. Ja, wir machen es mal 2 vorher, dass er mal ein bisschen eher abbremst. Bei Kreuzungen sollten wir ein bisschen Reduktion machen. Und hier, ganz ehrlich, hier am Bahnhof... 40. Hier ist einfach überall nur noch 40 in den letzten 2 Dingern. Und dann werden wir das auch dementsprechend noch umbauen. Das werden wir noch schicker machen. Der Fabian schreibt, da du jetzt die Mods hast, die dafür sorgen, dass du noch mehr Grundstücke kaufen kannst, kannst du später immer noch die Gleise in alle Richtungen gehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Nur, das müssen wir natürlich machen, bevor wir hier anfangen zu bauen. Also im Endeffekt würde ich am liebsten, dass sie sich hier zu einem verbinden, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Aber ich muss die gerade rausgehen lassen, alle, und alle miteinander vernetzen. So wie das an irgendeinem großen Hauptbahnhof ist, wenn man dann halt, ja, in Berlin, Hamburg oder weiß der Geier wo ist. Frankfurt, Stuttgart, ich weiß gar nicht, wo überall so Riesenbahnhöfe sind. Da ist das mit der Vernetzung dann schon besser, wenn man das im Voraus ordentlich plant, weil das sieht natürlich nur mäßig aus. Voll der üble Sender, Alter. Was ist das für Musik, ey?
So, und wenn wir das hier gebaut haben, wir können noch mal eins machen. Wir sind übrigens fast pleite, sehe ich gerade. Das läuft gut, dass ich hier wie bekloppt Zuggleise baue. Geht das? Ist das jetzt angeschlossen oder hat er das falsch verstanden? Das ist die Frage. Das sollte angeschlossen sein. Sehr gut. Das ist nur, dann können wir hier im Kreisverkehr machen. Das ist doof, wenn der Zug da wenden muss. Wir können jetzt ja mal einen neuen Zug fahren lassen. Der davon... Ja, was ein bisschen doof ist, hier endet der ja auch. Dann darf der hier die kleine Schleife fahren. Wir machen es anders. Die starten von hier. Der darf von hier starten. Fährt hier lang. Fährt in Gleis Nummer 3. Fährt dort weiter. Fährt dann hier hin. Wendet dann quasi und kann dann, ja, er kann ja nur dann da, er kommt ja nicht zurück. Kann er hier lang? Wir müssten noch eine Weiche bauen, dann würde das gehen. Wir müssten nur noch eine Weiche bauen. Ja, wir machen das. Wir bauen noch eine kleine Weiche. Das Schienennetz kann ja mitbenutzt werden. Ups. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich vorhabe. So, wir gucken mal. Eigentlich müssten wir die Bahn jetzt hier noch haben. Ich hoffe, wir können sie noch verwenden. So, hier geht's hier rein und dann müsste das ja hier enden. Okay, irgendwas stimmt da mit der Route gerade nicht mehr. Die machen wir nochmal weg. Die löschen wir. Komm mal her. Komm mal her, mein Freund. Das werden wir angehen. Das kann ja nur Zuglinie 3 logischerweise sein. Die darf da mal weg. Die bauen wir kurz mal neu. So, neue Linie. Und dann weihen wir das doch hier alles mal endlich vernünftig ein. Einmal hier lang bitte, dann bitte einmal auf Gleis 3 wollte ich dich haben. Oder 4. Achso, der fährt denn dahin? Das funktioniert nicht. Wir müssen den hier hin machen. Achso, das ist das Problem. Dann eiert der hier lang, okay. Dann fährt der hier lang. Hier hält er nirgends an und fährt hier direkt durch. Dahin. Leider unterirdisch sieht man das nicht. Das könnte man noch verbessern und schließt das ab. Und dann machen wir noch eine genau entgegengesetzte Linie. Dann fahren wir hier alles ab. Hier muss der Zug halt wenden. Es geht an der Stelle nicht anders. Vielleicht könnten wir hier im Industriegebiet auch noch eine normale Haltestelle einfügen, so dass dort auch Leute zusteigen können. So, und dann würde ich ganz gerne mal mit dem Zug so eine Route fahren. Es wurde sich ja auch gewünscht, dass wir das mal öfter machen. Jetzt die Frage, von wo kommen die Züge? Ah, das ist schon einer. Halt! Wir fahren da einmal eine ganze Runde mit. Ich hoffe, das ist in euren Sinne. Dann sehen wir auch hier diese Wellenfahrt, die müssten wir vielleicht noch ein bisschen entschärfen. Zug langsamer wegen der Kreuzung, das haben wir so eingestellt. Boah, hier direkt unter die Autobahn durch, auch nicht schlecht. Ja, das müssten wir vielleicht hier auch noch ein bisschen korrigieren, ist sehr wellig hier.
Also das lohnt sich da halt wirklich immer rumzufahren. Hier dürfen die Züge nur 40 km/h fahren, also sehr langsam. Das wollen wir bewusst so. Ich glaube, hier geht es auch sehr steil hoch. Also das müsste man vielleicht nochmal ein bisschen anpassen alles. Hier darf er auch nur langsam fahren, weil es so steil ist. Und jetzt beschleunigt er. Boah, das sind Radfahrer vor dem Zug noch rüber. Wie irre. Ja, unterirdisch fahren ist nicht so schön, muss ich sagen. Das sieht immer ein bisschen defekt aus.